Recht herzlich willkommen zur 109. Folge vom Grand Age Medieval. So, jetzt müssen wir hier mal treffen, die drei da los. Ja, wir sind hier kurz vor der verlustreichen Geschichte, dass wir das verlieren, aber da kommen wir leider nicht drum rum. Wir müssen gucken, dass wir unsere Kohle zusammenkriegen, also unser Geld, damit wir dann wirklich mal ein paar Truppen darauf schicken können. So, Krasimir, wo ist der? Da ist er, glaube ich, oder? Ja, ich weiß auch jetzt gar nicht, ob wir da schon gehandelt haben, aber ich glaube nicht. Da können wir schon mal was machen, da auch. Das ist gleicher Preis. Können wir was zulegen, zwei Stück, wow. Na, das lohnt nicht. Lassen wir mal die Finger von, das geht. 75 ist nicht der ideale Preis, 900 weiß ich nicht, ob das passt. Da können wir noch was zukaufen, lohnt aber nur bei 3. Da 144, da geht ein bisschen was dazu, 26. Wolle war 60 niedrig, 80 ist auch niedrig. So, da haben wir hier 7. Das ist ein bisschen teuer, das ist glaube ich auch nicht der ideale Preis, das war es hier erstmal. Ziehen wir da mal weiter, aber das Entscheidende, wo ich noch drüber nachgedacht habe, ist, dass wenn wir hier 2, 6, 1 und sowas haben, dann müssen wir vielleicht mal zusehen, dass wir sowas ausbauen, damit wir auch an Geld kommen, ne? Das ist nämlich unser Ding. So. Jetzt brauchen wir 120 Holz. 240 Steine hier. Geld ist noch nicht mehr das Problem. Das habe ich jetzt auch umgesetzt. Na, guck mal, da ist sogar noch was in der Mache und das passiert gar nicht, ne? Das ist das nächste. Da muss erstmal was hin hier. Wo ist denn das Problem hier, dass das nicht läuft? Da Rohstoffe fehlen. Was ist denn das, was da fehlt? Honig? Oder was war das? Bauwaren fehlen und hier fehlen Rohstoffe. Bauwaren fehlen Rohstoffe. Achso, Bauwaren und Rohstoffe fehlen, okay. Ja, dann müssen wir mal weiter gucken, wie es läuft, ne? So, dann da rein. Können wir was verkaufen für gut Geld? Da auch. 18, hier können wir kaufen. 60 ist günstig. So, das passt. Ja, hier sieht man, was günstig ist. Das ist 540, nicht 900, ne? Passt erstmal. Das können wir verkaufen. Ich glaube, das ist teuer, obwohl hier produziert wird, ne? Ja, da geht auch was, ne? Nicht ganz viel. Dann ändert sich schon der Preis. Hier ist auf jeden Fall was machbar. Sich davon weg. Ja, dann ist das hier auch schon wieder erstmal erledigt. Gehen wir mal die Route da weiter. Gucken, dass wir mit dem handeln. Das ist, glaube ich, günstig, ne? Aber da können wir gerade nicht. Jetzt erstmal gucken, was wir verkaufen können. Das ist hier super billig. Das auch. Ja, hier können wir gar nichts verkaufen, ne? Das ist ja, läuft, ne? Muss man ehrlich sagen. Teilweise hätten wir da noch billiger einkaufen können. Unterwegs. So, wie sieht's aus mit Sofia? Schon gefallen? Nicht wirklich, ne? Keine Rekruten, ne? Das ist das Problem. Ja, war doch so, oder? Nee, ist noch nicht mehr das Problem da, aber hier steht's, Rekruten fehlen. Ist klar, wenn die da, ne? Izmir war noch ein Dorf, wo eine Hütte steht. Aber da ist genau das gleiche in Grün. Geht auch nichts. Und hier war auch noch eine Ausbildungsstätte, naja. Ja. Kommen wir auch nicht weiter in dem Sinne, ne? Ist halt so. Wo ist denn das da? Okay. Wölfe. Okay, Händler sind unterwegs, aber Geld ist gerade nicht so dolle. Krasimir ist hier.
Gucken wir mal, dass wir was loswerden. Das lohnt nicht. 900 ist also teuer, wie wir gerade sehen. 418 geht auch. Da gehen wir mal bis auf 200 runter. Haben wir noch genug Gewinn gemacht. Aber der Rest ist es nicht so. Den Wein kommen wir noch zu. Oh, da ist das Geld alle. Okay, ist halt so. Sehr wohl. Laufen wir ein Stück weiter. Gucken wir mal, was wir da absetzen können. Okay. Das ist, machen wir zwei weg. Können wir noch zukaufen. Lohnt nicht, da geht was, aber auch nicht wirklich. Hier geht auf jeden Fall was. 40 davon weg. Lass uns hier noch was zukaufen. Zack. Dann geht die Reise Mit weiter Vergnügen. hierhin. Ja, das war mir klar, dass das passiert, ne? Ja, da müssen wir was machen, aber das dauert. Oh, Sophia, da. Kriegen wir schon wieder, machen wir keine Gedanken drum erstmal. Das war verkehrt. So ist richtig. Also, das ist teuer. Das lohnt nicht. Ah, hier geht was. 80 weg. Ich glaube, das ist günstig, ne? Ja. 28. Ach, das ist nicht lohnenswert. Hier geht was. 30 weg. Hier geht auch was. 92 weg. Hier geht auch was. Alle weg. Läuft. 60 wäre günstig. Nehmen wir 30 hinzu. Der Rest lohnt nicht, ne? Hier wäre günstig das Holz. Vielleicht nehmen wir was mit. Komm, zack. Packen wir ein. Dann Exquisit. gehen wir nach Odessa mal hin. Die brauchen bestimmt Holz. An der Kreuzung abgebogen. Was war das? Ein Angriff? Kampf 3250 Kilometer nordwestlich von Krakau. Ist irgendwo im Wasser. Keine Ahnung wo, wir sind da weg. Arta wird belagert. Wo sind sie denn jetzt? Ala, nicht Arta, okay. Er ist doch schon ganz schön hier frech, ne? Armbrustschützen. Lauter Armbrustschützen hat er hier. Schwertkämpfer und Landwehr. Da gibt's sogar ein Fort. Bonus gegen Stabwaffen. Bonus gegen Reiter und der Rest Bonus gegen Reiter. Tja, da kommen wir jetzt nicht so wirklich weiter erstmal, ne? Müssen gucken, dass wir hier mal schauen, was wir so. Kavallerie brauchen wir. Die haben einen Bonus gegen Fernwaffen. Aber geht nur einer, ne? Ist mal erstmal so. Ist er noch in Odessa? Oder ist er in Odessa? Er ist in Odessa. Dann dahin. Ja, 110, ne? Bringt es hier auch wirklich alles gar nicht, jetzt gerade, was wir hier auf Lager haben, oder? Wie sehe ich das? Doch hier. 16. 12.
26, die Kohle geht auch noch was. Auch, und der Wein geht sogar auch noch weg. Naja, nicht ganz, aber einiges. Und was mit dem Holz? Holz ist auch noch was. Machen wir auch. So, kaufen können wir hier noch mehr Felle. Und das geht auch. Und dann haben wir noch was mit dem Bier hier. 128 ist sogar günstig. Und haben wir auch reichlich gerade mitgekriegt, ne? Hier können wir auch noch was. Mit 73 ist das natürlich Top-Preis. Haben wir. Gut. Haben wir sogar noch ein paar Mark über. Mit Freude. Geht weiter die Reise. Und schauen, dass wir in Konstanta noch was loswerden. Ist ja mal gerade um die Ecke, ne? Hier ist was. 30 davon. Felle. 16. Salz geht auch. 14. Tuch. Alles weg. Hier geht auch was. Da geht auch was. Zähne davon, da geht auch was. Und selbst der Wein ist weg. Oh, guck mal, hier ist sogar ein guter Preis für das Holz. Ja, da haben wir schon ein bisschen Plus gemacht, richtig, ne? Aber da können wir keine Waren mitnehmen. Das ist so ein Nachteil an Konstanta, ne? So, was haben wir da für welche? Sicher! Komm, wir gucken mal, was da so los ist in Sofia, ne? Ob der seine Truppen dann da so reingestellt hat oder nicht. Händler in der Stadt. Krasimir. Jetzt gucken wir mal, was da so los ist. Okay, da wird dann angegriffen. Mit einem Speer kommt er an. Der verteidigt die Stadt gar nicht. Kann das sein? Uns reicht's. Ach Gott, uns reicht's. Du glaubst, es ist ein Moralverlust. Ja, damit kannst du natürlich nichts anfangen, ne? Wo geht denn der jetzt hin, da oben? Die Moral geht gerade wieder auf 100, glaube ich, weil sie jetzt Geld kriegen. Ich glaube, die muss auch auf 100, damit das klappt da. So, jetzt ist sie 100, dann lass uns wieder angreifen und gucken, was da geht. Vielleicht können wir Sofia zurückerobern. Oh, wir haben eine Straße sogar gebaut. Ja, wo hatten wir noch Truppen, ne? Da marschiert mal da hoch. Wir leiten! Die belagern nämlich Ala momentan und die Belagerung hört nicht auf. Vielleicht kriegen wir da was wieder. Ist nur 26, oh da. Okay. Stadt wird belagert. Truppe kommt noch nach, das ist auch gut. Das wäre ein einfaches Spiel jetzt, oder? Haben wir irgendwo noch Truppen? Nicht wirklich, ne? Gucken wir hier mal gerade rein. Kriegen wir noch welche? Nein. Auf jeden Fall da nicht, sagen wir es mal so, ne? Jetzt mir. Woran liegt's? Ja, das mit dem laufenden Gewinn ist mir schon klar, dass es nicht funktioniert. Dafür haben wir unseren Krasimir, der da jetzt gerade Handel betreibt, ne? Da ist es nicht. Wo ist er denn hin? Hier ist er. Nee, das ist er auch nicht. Wo habe ich den denn hingeschickt gerade? Wo ist mein Händler? Nee, wo war denn das? Hä? Bautrupp ist da. Konstanta? Oder waren da mehrere Händler? Ah, da ist Krasimir. Wo
Gut, dann gucken wir nochmal hier rein. Bier, aber geht auch gleich runter. Feller geht besser. 16 weg. Salz, Honig. Honig können wir zukaufen. Hier geht was. Oh, alles weg. Das könnte man noch zukaufen. Und hier oben ist auch ein guter Preis. 68. Zack, passt. Jetzt haben wir 10.000 dazu. Kaufen wir Honig gerade ein. Kaufen wir mal 100 Honig. Geht das? Ja. Geht nicht. Machen wir so auf jeden Fall. Das lass erstmal so laufen. Wir gehen mal hier hin. Oh, unsere Truppen sind geschlagen worden. Oder hatten keine Moral mehr, sagen wir es mal so, ne? Das war das Problem wieder hier, ne? Ja, genau. Unser Händler muss hier wieder handeln. Ja, weiß ich, dass das unmöglich ist. Da geht was. Da auch. Da. Da. So, das ist das, was sie hier haben. Okay. Gut, dann können wir zu... Ah, hier oben ist noch was zum Verkaufen erstmal. Ja, das macht was aus da oben. So, das wäre was zum Kaufen. 30 davon. Und nochmal 30 davon. Der Wein hier mit 110, nochmal 28. So, passt erst. Gehen wir weiter. Kriegen wir die da nochmal hin? Ja, und wir kriegen die da nochmal hin, weil wir jetzt auch ein bisschen Kohle haben. Dann bleibt die Moral auch. So, jetzt 30. Okay. Wo ist unser Händler? Da. Das ist teuer. Bier. Machen wir bis 200. Ah, kommen die drei weg. 30, 120. Ja, lohnt was. Da ein bisschen. 30. Da geht auf jeden Fall auch was beim Honig. 55 sogar, das war richtig viel. Hier können wir es zukaufen, aber nicht so viel. 5. Hier können wir es verkaufen, aber einer lohnt sich nicht so wirklich. Der Wein geht weg. Das lohnt nicht. So, zukaufen. Geht hoch. Und hier geht was, aber auch nicht wirklich viel. Zweier. Das lohnt nicht. 40, 38. Ne, da gehen wir weiter. Wollen wir hier gar nicht anfangen. Sehr wohl. So, 47 haben wir da. Belagerung läuft hier unten. Ja. Gibt es noch irgendwo Truppen, die hier gekommen sind? Nicht wirklich, ne? ja, Krasimir ist hier. Dann machen wir hier weiter. 234 ist ein guter Preis. Geht alles weg. Lohnt nicht. Geht. Geht. Lohnt nicht. Lohnt nicht. Geht. Ja, das war jetzt umsonst. Der Wein geht. Das lohnt nicht. Der geht ja gleich runter dann, ne? Hier geht was mit einkaufen. Rot ist 180 günstig. Der Fisch ist günstig. Und ja, lohnt nicht, ne? Sind wir hier erst durch. So, die Stadt gehört nicht uns. Ausgeschlossen. Kann man nicht mit handeln, ist klar. Dann mal zurück.
Okay, da sind lauter Händler, die angegriffen werden. Das ist nicht gut, ne? Lohnt nicht, wirklich. Könnte man noch was kaufen. Das lohnt nicht. Ja, der Rest lohnt alle nicht. Nö, nicht wirklich. Dann geht die Reise weiter. Okay, das ist natürlich schwach, was da jetzt runtergeht. Müssten wir halt noch ein bisschen mehr Geld haben, um noch mehr Truppen machen zu können, ne? Neune können wir doch verkaufen mit einem guten Preis. Das lohnt nicht. Eine Einheit. Der Fisch geht komplett weg. 418. Neune weg. Gleicher Preis. Hier können wir was einkaufen. Das ist ein guter Preis. Hier was verkaufen. Da auch. 14 weg. Hier können wir wieder zukaufen. Hier können wir verkaufen. Das hat sich gelohnt zu handeln. Das nicht. Das wandert auch sofort. So, wo haben wir noch was zum Kaufen? Nix. Dann gehen wir dahin. Mit Vergnügen. Und das läuft jetzt hier noch. Okay, das werden wir wieder erobern. Da sehe ich schon ganz klar, dass die da sich überhaupt nicht rühren werden. Die wollen nämlich unbedingt die zweite Stadt hier haben. Wir müssen nur mehr Truppen dahin schicken und das dann erfolgreich abschließen. Gut, okay, aber ich würde sagen, für die Folge soll es jetzt reichen. Ich bedanke mich recht herzlich fürs Zuschauen und würde mich freuen, wenn ihr das nächste Mal auch wieder mit dabei seid. Bis dann, tschüss.